Hallo YouTube, herzlich willkommen im Videolexikon rund um die Ebenenmodi in Photoshop. Ihr befindet euch jetzt in einem Untervideo, das einen ganz bestimmten Modus behandelt. Und wenn ihr hier am unteren Videorand auf den Link klickt, dann kommt ihr zum Hauptvideo in die Übersicht und habt dann von dort aus Zugriff auf alle Untervideos und damit auch Zugriff auf alle verschiedenen Ebenenmodi. Ich wünsche euch viel Spaß. Der nächste Verrechnungsmodus ist der Verrechnungsmodus Abdunkeln und dieser Verrechnungsmodus, der kennzeichnet auch diese Gruppe innerhalb dieses Menüs hier, denn alle diese Punkte hier werden zu einer Abdunkelung des Bildes führen. Wählen wir jetzt Abdunkeln aus, hat es zur Folge, dass Pixel für Pixel der oberen Ebene mit dem Pixel der darunterliegenden Ebene verglichen wird und dann geschaut wird, welcher der beiden ist der dunklere Pixel und der wird dann letztendlich wiedergegeben. Das ist jetzt hier in der Farbversion schwierig zu erkennen, deshalb blenden wir das aus, legen uns eine neue Ebene an und setzen hier einfach mal einen Schwarz-Weiß-Farbverlauf darüber. Und wenn wir den jetzt auf Abdunkeln setzen, würdet ihr sehen, dass nur die Bereiche im Schwarz hier zu sehen sind, der Grauverlauf natürlich auch, weiß hat überhaupt keine Auswirkung. Ihr seht, wenn wir das ein- und ausblenden, ist dieser Grauverlauf hier oben zu sehen und hier unten, wo weiß war, dort hat das überhaupt keine Folge. Abdunkeln führt also nur dann zu einer Änderung, wenn die Ebene, die wir benutzen, einen dunkleren Wert hat als die darunter Ebene.